Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir sehen uns heute mal. Ist das ein Prachtteil, ne? Guckt euch den an. Holla die Waldfee. Den Zig 602H an. Und wollen den natürlich ein bisschen aufmotzen und mal gucken, was wir mit dem machen können. Das auf jeden Fall. Ich habe es ja angekündigt, ne? Guck mal hier, die fetten Motoren erstmal rein. Ne? Damit können wir dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Der hat doch 500 Tankvolumen. Das ist ja eine Mördermaschine. Wahnsinn. So, dann können wir hier das Optimierte. Verbrauche hier doch mir jede Menge. Eine komplette Gangspanne und dieses Monster. Mein Getriebe bietet freikonfigurierte Übertragungsverhältnisse zwischen Lastrückwärtsgang auf Kosten eines Hüden. Das klingt ja auch gut. So, sonst so Reifen. Wir müssen hier ja Mörder, mega hasse nicht gesehen haben eigentlich, ne? Gucken wir uns mal an. Die sehen ja auch ganz gut aus. Boah. Die sind natürlich dann, oder die Waldfee. Das sind die eigentlichen. Sonst so ändert sich hier eigentlich gar nichts. Ne? Nur von der Profiltiefe. Ich weiß jetzt nicht, ne? Wir sagen, das ist hier schon ein richtig harter Tobak. Hier, die kramen sich natürlich richtig gut los. Oder richtig tief ein. Schwierig zu sagen, ne? Welche da gut sein sollen. So. Kannst natürlich auch die Kettensätze machen, ne? So, dann haben wir hier die Schwerwinde. Eine verlängerte. Weiß nicht lange, ob das denn so krass ist, ne? Zugkraft, schwere Tragwinde. So, Ersatzrad, klar. Aber das haben wir ja schon dran. Den Schnorchel. Machen wir auch noch. Ich glaube, der kann komplett unter Wasser, ne? So, und dann kann der jede Menge Aufbauten haben. Aber er kann nicht. Ach doch, hier. Kann auf die Sattelkupplung nur machen. Die ist ganz schön weit hinten, muss ich sagen. Da kannst du ja fast noch einen Kran hinmachen. Und dann die, ne, klar. Kannst du die machen, ne? Aber nur die Pritsche kannst du denn nicht machen, ne? Ne. Pritsche ist komplett. Ach, dann hat der hinten den Kran. Guckt mal. Der ist jetzt hier hinten. Das ist natürlich dann auch geil. Heftig. So. So, dann hat er den Kurzholzaufbau noch. Wir wollten ja eigentlich Holz machen, langer Pritschenaufbau. Da haben wir den noch, ne? Das ist ein Dreier. Das ist natürlich dann auch geil. Und dann gucken wir uns den mal auch draußen an. Lass uns rausfahren damit. Ungetüm. Also ich glaube, den hält hier nichts mehr auf. Ne, der fährt sich natürlich auch sehr, sehr rund. Ne? Und ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Schwierigkeiten haben. Wollen wir hier mal kurz durchs Gelände hacken? Klar, wir können uns ja zurücksetzen. Aber wir wollen das natürlich ausprobieren, wenn wir sagen, ey, pass mal auf. Es geht hier durch so ein Gelände. Keine Probleme. Außer natürlich, wenn Sioni den Baum da richtig kanten möchte. Das Getriebe sieht ja auch nice aus, ne? Was ist denn das für ein Getriebe, ey? Also ich glaube nicht, dass der sich irgendwie eingräbt. Der hat natürlich ein langes Schnauzenproblem. Wie der Aso. Aber sonst so stört ihn nicht. Was kriegen wir denn für Topspeed rein hier? Wir hacken uns erstmal wieder durch. Dann wollen wir hier natürlich mal ein bisschen so Topspeed geplänkelt haben, ne? Mal Gas hier, sechs Gänge hat er.
jetzt sind wir hier. Wollen wir mal von innen noch gucken, wenn es geht. Die eine kmh-Anzeige. Ich nicht so richtig. Da, 30 kmh oder was? Ich sehe nicht so richtig. Aber ist schon geil. Ja, das fetzt schon mal. Mit dem werden wir noch einiges an Spaß haben, auf jeden Fall. Denke ich zumindest mal. So, wir machen aber mit unserer eigentlichen weiter. Ich habe hier auch noch ein bisschen, ich war so ein bisschen, ja, dachte ich so, ja, hier guckst du mal so ein bisschen. Ihr könnt mir dazu ja auch noch was schreiben. Hier haben wir eine kleinere Variante. Hier haben wir den hier noch, ne? Halt so ein bisschen special. Den hier, den will ich mir jetzt gleich angucken. Ja, und das sind eigentlich so die kleinen Sachen. Bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Ob das ganz cool ist oder nicht. Ich würde den hier mal ausprobieren, deswegen gehen wir hier einmal zurück. Individualisieren. Ich gucke erstmal, ob der einen Holztransportaufbau, den hat er zum Beispiel. Das ist ja ganz geil. Dann können wir den nämlich schon mal montieren. So, dann hat der auch ein Allrad, das, was ja richtig wichtig ist, sind Schiffchen, Differentialsperre ist drinne, verschwinde nicht. So, und da ist ja jetzt hier so wichtig, wieder wir machen komplettes Kettenset oder Hinterradkettenset, ne? Wenn wir aber Hinterrad machen, ich möchte mal wissen, wenn der jetzt sagt, hier Schnellstraße Offroad, haben wir das hier. Gelände, hätten wir den hier. Müssen wir denn schon die nehmen, ne? Er hat ja nicht so wirklich Offroad. Krasse Reifen. Auf jeden Fall keine Schlammreifen, ne? Das ist wirklich nur denn so einer. Und wenn ich aber jetzt hier so mache, Hinterrad, dann macht er wieder die anderen ran. Also müssten wir die schon nehmen, ne? Schlamm gut. Gibt es hier irgendwas noch Besseres für Schlamm? Nicht, gibt es nicht. So, Federung geil. So, dann haben wir hier noch ein Offroad-Getriebe. Und hier natürlich dann irgendwo der hier. Ein richtig starken Motor. Und da bin ich mal gespannt, wie der sich fahren lässt. Wir könnten hier nochmal gucken. Mit dem Dach, dass wir hier so ein bisschen mal grob. Oh. Na, wenn denn sowas, ne? Wenn, dann wollen wir sowas haben hier. Au. Ja. So, und dann irgendwie eine. Achso, das ist die Farbe, die er hat. Oh ja. Jetzt komm, spielen wir heute Hummel. Achso, hey. Oh, das ne, ne? Das hier. Jetzt werden wir gedrückt. Kann wohl. Und dann könnten wir ja von hier das dann gleich holen, ne? Ich glaube auch hier hinten, weil das so ein bisschen. Wir fahren dann einfach hier so lang. Ich glaube, denn nur hier drinnen wird es kritisch. Aber sonst haben wir eigentlich einen geilen Weg hier vor uns, ne? Dann fahren wir hier einfach hier so lang. Und dann später hier so wieder raus, ne? Der Weg sollte ja nicht so schwer sein. Wenn er denn auch die Kraft dazu hat, ne? Erwin hat ja vorgeschlagen, hier, nimm mal lieber den, guck mal, das würde mich ja mal interessieren. Aha. Das ist natürlich dann cool, ne? So, aber wir machen erstmal hier einen Anhänger ran. Und zwar den für Holz. Holzanhänger nochmal. Kaufen, zack. Und dann bin ich mal gespannt. Wie das hier denn so abgeht. So hat er ja Speed. So vom Sprit sieht auch noch okay aus. 11 Liter, wenn er natürlich die ganze Zeit jetzt hier mit 20 oder sowas ballert. Wäre nicht so cool. Aber er geht schon mal sich hier zumindest gut ab, ne? Ja, sehr schnell ist er. Das ist ja eigentlich auch das, was wir wollen hier für die Strecke. Ein relativ schnelles Auto. Weil wir ja nicht sehr viel Schlamm und sowas ähnliches da haben. Sieht noch der HX, der hat das ja auch ziemlich gut hier alles gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob das hier so ein kleiner Konkurrenz für den HX ist.
Mag er den HX-er eigentlich? Ja, gucken wir erstmal, was denn die schwierigen Passagen sagen. Aber ich glaube, sobald wir das Holz aufhaben. Oh, guck mal, wie das hinten schlittert. Okay. Ne? Das war jetzt irgendwie ist der schönste Geschlitter. So. Da pixelt ja heute ganz schön was weg hier, würde ich ja mal sagen. Da müssen wir ja glatt mal hier rüber gehen. Das ist ja manchmal komisch, ne? Weil in diesem Steuergerät hier, da wird das nicht so angezeigt, aber hier denn. Und ich sehe das immer so dann nicht hier. Also das ist immer ganz komisch. So, ein paar Klicks machen das dann schon ein bisschen angenehmer. So, jetzt muss ich nur noch die Kurve finden. So, wenn so halb meine Kopfhörer dann aufgelöst werden oder so, war das ein bisschen komisch. Aber bald wird es auch Vergangenheit sein, weil das heißt bald, ja, absehbarer Zeit, sage ich mal so. Weil ich dann meinen Schreibtisch umziehe und dann baue ich das hinter mir anders auf und dann wird das Ganze ein wenig schöner. Hoffe ich zumindest mal. So, und jetzt wird das hier das Interessanteste, wenn ich hier nicht so viel hin und her eiern würde. Und zwar, ich muss hier eine ganze Runde rumschaffen. Dann würde ich ja eigentlich fast sagen, das war, wenn wir hier schon so doof waren. Hier, dann haben wir nämlich den wenigsten Ausweg da. Also da müssen wir nicht so viel rumdingsen. Oder so viel durch Schlamm mit dem vollen Gewicht fahren. So würde ich es eigentlich sagen. So, jetzt haben wir hier auch alle gesperrt, was das geht. Und man merkt jetzt, diese Federungsrate da unten, der dreht sich gut mit. Wir haben jetzt hier gar nicht so die Probleme. Also er kämpft sich hier dann schon gut durch. Ne? Und was viel, viel wichtiger ist, dass er auch diese Power hat, das so zu fahren. Ne? Na Gaudi. Ein ganz wichtiger Schritt. Ist ja nicht, wie es mit den anderen Reifen oder mit dem Kettenset aussehen würde. Deswegen, wir haben hier noch ein bisschen schwieriges Terrain zu überstehen. Mit hoch und runter. Wo ja runter denn nicht so immer das Problem ist, weil irgendwie kommt man runter. Außer, da steht ein Baum im Weg, ne? Denn natürlich nicht so. Ja, aber ich glaube, das hier ist auch der letzte schwierige Anstieg, weil... Wenn wir denn im Bergfluss sind, da geht es eigentlich nicht mehr bergauf, da geht es nur noch den Berg runter, außer wenn wir hinten zur Tankstelle wollen. Also nicht zur ersten, die dann links ist. Ich glaube, wir mussten ja rechts lang, sondern dann hinten beim Reparatur, bei dieser, so gesehen, Hauptstraße nach Petrobay. Da könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber wenn er das hier schafft, bin ich mir fest sicher, wird er auch das andere schaffen. Guck mal, und hier, das ist ja... Ja. Also macht sich hier der Kleine auf jeden Fall gut, muss ich sagen. Und das ist auch schön für die Flotte, dass wir uns denn auf jeden Fall verstärken können. Ne? Also klar, mit den Six. Auf jeden Fall. Das wird ein Monster sein, der wird auch, wenn wir wieder streamen, wird der auch sehr, sehr helfen können. Bin mal gespannt, wer denn von unseren Leuten alles denn den auch hat. Aber ich denke mal, jeder, der so ein bisschen süchtig nach Snowrunner ist, wird den denn haben. So.
Reise nach Bergfluss. So, und jetzt, wenn ich mich recht entsinne, ist eigentlich, wenn du rechts lang kannst, dann ist das schon gewuppt. Ja. Also da braucht man gar nicht viel jetzt irgendwie überlegen. Dann geht das hier einfach so runter. Und schön ist es. Ja, geht es aber auch sehr, sehr steil und schrecklich rutschig runter, ne? Aber es geht noch. Oh, das wird nicht so gehen. Das ist ja mal eine ganz schlimme Variante. Also da, das hätte ich mir fast schon denken können, ne, liebe Leute. Wir haben ja keinen Holzladekran hier und wir hätten auch keinen in der Nähe mit einem Holzladekran. Außer natürlich, wir sagen, wir holen uns einen von hinten. Das ist mal wieder so eine Rettungsaktion. Das Schlimme ist, dass es hier kurz vom Dings ist. Aber hier haben wir auch noch einen Anhänger. Ich weiß nicht. Könnt ihr eigentlich mal mit denen hier noch den... Ach nee, den könnten wir nicht. Dann holen wir uns gleich einen mit einem niedrigen Sattel, weil dann können wir das nämlich hinten dann wegschleppen. Also, wieder... Nee, Quatsch. Das ist falsch. Ich lasse dich auch mal noch hier, ne? Der ANK, den behalten wir auch noch da, weil der ist ganz, ganz wichtig. Da hinten. Und wir machen einfach mal zurück hier nach White Valley hier runter. Und jetzt müssten wir gucken, der HX könnte es machen. Der HX, ich denke mal nicht, dass wir den hier noch brauchen. Und wenn wir den nämlich jetzt hier mal bergen. Und dann ein... niedrige ranmachen und ein Holzladekran ranmachen. Dann wackeln wir sehr, muss man auch zu sagen. Aber wir können der Retter in Not sein. Und der drei bleiben ja liegen, ne? Da kriegen wir den ja aufgestellt, dass er drei gleich drin hat, weil dann können wir die so verladen. Wenn nicht, dann probiere ich das hier. Das habe ich in meinem Stream geübt, wie das hier so geht, ne? Das ist natürlich direkt vom Ziel mal wieder typisch. Aber ja, hier haben wir, glaube ich, eigentlich schon mal erlebt, ne? Da war ich ein wenig zu schnell. Ich hätte ein bisschen mal konzentrieren können. Aber ich war so erfreut über das Fahrzeug. Die beiden guten Fahrzeuge, ne, und von den Scouts, da werdet ihr mir ja, denke ich mal, ordentlich was erzählen können. Ja, ich glaube nicht, dass ich wegen 8 Liter jetzt tanken muss. Ja, und der ist ja hier, guck mal, wie schnell der ist, ne. Und so hat man natürlich auch wieder was zu tun, ne. Ja, wir bauen auf und reißen nieder. Arbeit gibt es immer wieder. Und wenn du eben was zu tun haben willst, dann fällt es einfach mal so ein bisschen um. Obwohl, ich glaube, hätten wir jetzt nicht da hinten den Anhänger dran gehabt, den wären wir gar nicht umgefallen, glaube ich. Dann hättest, ich glaube, der Anhänger, der Holzanhänger, der hat uns gewichtmäßig ganz schön rumgerissen. Oh, wo ist denn die Sattelkupplung? Sag mal, können wir das hier? Hier ist auch ein Anhängershop, ne? Können wir das hier nicht probieren? Oder hat er mir die weggemacht? Habe ich die nicht ausgewählt? Scheiße. Mal, ich probiere das mal hier mit einer Pritsche kaufen und so. Ne, Pritschen auf. Liga. Ach, kann nicht, okay, gut. Wenn der Anhänger da ist, dann geht das einfach nicht.
traurig, aber wahr anscheinend. Also konnten wir halt schnell mal gucken und lernen, ob das jetzt alles so möglich ist oder nicht. Weiß man ja letztendlich dann auch nicht so richtig. So. Hier ist kaum noch Weg. Ich muss jetzt das nur mit der Brücke nicht wieder verkacken. Hier hat man ein Derry hochgezogen. Todesschlucht hier. Fast schon. Genau. Und der Weg ist der richtige. Einmal kurz federn lassen. Ich bin so gespannt, ob wir das jetzt hier auch so hochgezogen kriegen und so. Aber ich glaube daran schon. So, auf geht er. So. Unfälle sind unvermeidbar. Siehst du? Das ist so. Unfälle passieren, ne? Menschliches Versagen ist immer irgendwie anwesend. Ich mache mir nur Sorgen, dass es vielleicht jetzt ein bisschen dunkel werden könnte und ich den nicht gleich richtig viel sehe. Erstmal müssten wir den ja aufstellen. Am besten, wie gesagt, wenn auf den einen Anhänger den Diener drauf sind. Das Doofe ist natürlich, dass er ungünstig dasteht, ne? So, ich glaube, der muss ein bisschen helfen hier. Ich glaube, mit denen ziehen wir uns den richtig raus. Oh. Und so war, was jetzt? Manchmal hat er Probleme. Manchmal weiß er nicht, was er tut. Und sie wissen nicht, was sie tun. Ja, ich glaube, den müssen wir ein bisschen links ziehen oder so, damit wir den aufstellen können. Und das ist natürlich auch besser, wenn wir hier so einen großen haben, der natürlich auch dann die Muckis hat, um das richtig zu wuppen, ne? No. Und ich glaube, ich mache einfach jetzt mal hier, damit wir auch alles beobachten können, gleich ein richtiges Bild an hier. So, also erstmal machen wir ein bisschen Tag hier, ne? Damit wir was sehen, richtig so. So, und dann will ich aber auch mal, weil das gerade hier so coole Pose ist, ne? Das sieht doch cool aus, ne? So, und dann sind wir hier am Ort, weil ich müsste den ja mit der Schnauze ein bisschen nach hier ziehen, ne? Nicht, dass wir den komplett im Arsch machen, ne? Das wollen wir ja auch nicht. Oh, Bänderradius.
Oh Gott, ey. Scheiß Laterne. Ja, ist eine Laterne. So. Okay. Ich glaube, jetzt können wir den nämlich hier einfach freie Fläche komplett rumdrehen. Und vielleicht noch ein Stück reparieren. Ne? Oh, guck mal, da sind richtig viele noch drauf, ne? Das ist ja mal richtig erfreulich, ne? Und dann brauchen wir ja nur den hier. Muss ich damit jetzt... Nee, ne? Ich glaube nicht. Das wird er auch so kriegen. Oha. Guck mal, ich muss aber auf jeden Fall mal eine Handbremse aktivieren. Sonst wird es hier gar nichts, ne? Okay. Ach, der passt immer noch nicht. Was ist das denn für ein Dreck? Okay, warte mal. Hey, das ist lustig irgendwie. Ja, ja, jetzt kommt er mit den Stützen, ne? Ja, so ist es. Er ist ganz schön am Jacken hier, muss ich sagen. Oh, der ist ja richtig kaputt, ne? Oh, 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 oh. Hä? Ach so, ne? Aber es wird reichen, um den Weg hier noch zu schaffen. Gott sei Dank. Er fährt sich nicht mehr rund. Der Reifen ist auch kaputt. Oha. Ah, wir haben es geschafft. Geil. Mit Umwegen. Aber war lustig gewesen, ne? Kann man mal sehen. So, gut. Den heißt, den können wir wieder denn dahin schleppen irgendwie. Und den wegbringen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und überlegen mal. Ah, guck mal, da. Ne? Nächster Auftrag ist ja schon vorgerüstet. Bin ich mal gespannt. Also, bis denn. Und schönen Tag noch. Ciao.